Schönen guten Tag und schon wieder auf Sendung. Wie bei der Vorstellung des 620F von der Wii waren in der Sendung ja mehrere Messer drin. Das 620F habe ich ja in einem kleinen Küchentest vorgestellt und da auch schon erwähnt, dass ich das 615, was auch mit in dem Package von dem lieben Henk von The Knife Collector 31 war, nicht separat vorstellen werde diesmal, weil halt ich das schon mal gemacht habe vor 3 Monaten, wie man der Video-Playliste oder Videoliste meines Kanals entnehmen kann. Immer noch ein wunderbares Messer, aber doppelt gemoppelt hält nicht immer zwingend besser. So, heute kommen wir zu einem Messer, wo ich gar nicht wusste, dass ich die Ehre habe, es mal kennenzulernen. Mir auch gar nichts dazu sagen konnte. Es handelt sich dabei um das Wii 618 Alpha mit Black Handle Geschichte. Vorab, prinzipiell ist nicht meine Art, so dezent eingefärbte oder schmutzige Finger zu haben, aber ich habe halt ein schwarz-metallikfarbenes Auto und die kleinen Steinschläge habe ich gestern mal versucht mit so einem mit einer Autopolitur mit Nanoversiegelung und Farbpigmenten zu beseitigen. Also es hat geklappt, weil man sieht, also die Pigmente sind nach 5-mal Händewaschen und einmal Duschen immer noch nicht ganz so, wie sie sein sollen. Aber das ist noch am Rande. So, zurück zu dem Wii 618 Alpha Black Handle. Ein paar technische Daten, bevor ich das Messer zeige. Nein, das macht ja keinen Sinn. Zeigen wir erstmal das gute Messer. Das hier ist das gute Stück. Ja. Ein Flipper mit dieser wahnsinnig sexy anmutenden Schneidphase, die oben noch ein bisschen breiter ausläuft. Man dürfte sagen, es dürfte wohl unter dem Begriff Gentleman Folder fallen. Kein Backspacer, sondern 2 Griffhälften, die sauber ohne Spaltmaße zusammengeführt werden. Dieses Design-Gimmick mit den 4 Löchern hier oben drin hat man praktisch am Ende mit 2 weiteren genutzt, um ein Lanyard-Hole zu haben, ja, für den Fangriemen durchzuziehen. Der Pocket Clip ist nicht umsetzbar in diesem Falle, weil auf der Gegenseite sind keinerlei Bohrungen dafür vorgesehen. Stars and Stripes, hätte ich beinahe gesagt. Ja, also geriffelte Struktur der Griffschalen. Die mittlerweile berühmten sternförmigen Schräubchen von der Firma Wii. Da wird auch mit beigelegt, halt das entsprechende Werkzeug, um da auch zu justieren oder auch zerlegen und zusammensetzen zu können. Dann das obligatorische Wii-Tügelchen mit drin. Der bekannte Pouch, gefüttert und wirklich sehr sinnvoll. Dieses immer noch absolut nichtssagende Kärtchen, wo man ja wirklich mal die Gunst der Stunde nutzen könnte und könnte da die Spezifikationen drauf vermerken. Das ist einfach ja, kleines Dankeschön und so weiter. Und dass die Tüte, in der ursprünglich das Messer drin ist, und da haben die Kollegen, die das Messer vorher schon mal im Page Round hatten, hier das Säckchen mit dem Granulat reingetan, damit es keine Feuchtigkeit speichert, sammelt, wie auch immer. So, jetzt die technischen Daten nochmal, obwohl wahrscheinlich auch schon vielfach gehört. Die Gesamtlänge beträgt 21,8 cm. Die Klingenlänge beträgt 100 mm. Die Dicke der Klinge beträgt 4 mm. Das Klingenmaterial, da haben sie das ganze Zent. Eine Klingenwurzel verewigt diesmal ist Bühler M390. Also man scheint sich da auch ein bisschen anders zu besinnen. Von dem SV35 geht man langsam wohl weg. Es soll angeblich geachtet sein mit 59 bis 61 HRC.
Das ist ein Flat Grind, also Flat Schliff. Und die Grifflänge beträgt 118 mm. Na, warte. 100 mm, 118 mm, Gesamtlänge 218 mm. Das ist nach Adam Ries korrekt. Gut. Die Griffbreite beträgt 12,8 mm. Das Handlematerial ist, wie man es mittlerweile eigentlich vom Wii fast gleich mal anders gewöhnt ist, in der etwas gehobenen Preisklasse Titanium. Das Ganze läuft wie immer bei Wii, muss man beinahe auch schon sagen, auf Keramikkugel lagern und das Gewicht beträgt 86 Gramm. Preislich habe ich es jetzt nur auf einer englischen Seite gefunden mit 295 Pfund. Aber ich schätze auch hier, wenn wir uns irgendwann mal bei oder um 300 Euro einpegeln in Deutschland. Ich finde es mal was ganz anderes als wie bisher von der Firma Wii, weil es halt kein Tactical Folder und kein Brecheisen ist mit Designelementen, sondern wirklich ein Gentleman Folder. Und das ist wieder hölle scharf. Also hier mal kurz über den Fingernagel gegangen und dann gibt es dann schon den Abrieb vom Feinsten. Rasieren möchte ich es damit nicht mehr, weil das am Arm auch schon reichlich existiert und die Frau nicht wirklich erfreut, wenn man da so ein bisschen wie so ein Honk rumläuft. Funktionaler Clip, stramm, aber nicht zu stramm. Frame Lock mit Stahlanlage. Und der Klingengang ist mittlerweile ja auch schon standardmäßig unglaublich. Klingenstand perfekt zentriert. Da gibt es nichts zu deuteln. Warum mich das jetzt so fasziniert, kann ich euch sagen. Also das wäre genau das Messer. Genau dieses Messer. Wenn jetzt Wii hingehen würde und würde hier einen Nagelhau reinmachen, das gute Stück weg und du dürftest das mit dir rumtragen wie früher das UKPK von Spyderco in Titan. Das wär's. Ne? Also Hank, vielleicht hast du ja eine Möglichkeit, das mal so weiterzugeben. Ich glaube, das wäre auch echt ein Verkaufsschlager. Das gute Stück hier ohne den Daumenpin oder den Eröffnungsmechanismus, sondern mit einem Nagelhau kann ja ruhig eine Verriegelung haben. Ja, vielleicht sogar als Slipjoint, ne, Verriegelung, weil dann sind auch Leute wie der Stefan, die gerne beim Arbeiten so die Sachen ein bisschen abgesichert haben möchten, ne, weil der Lock steht auch perfekt, ne, ganz vorne an. Wirklich Träumchen. Ein Träumchen. Diesmal ist man auch hier von güldener Farbe oder grünlicher Farbe beim Logo und bei den Schrauben weggegangen. Hat jetzt praktisch hier schwarz mit Anthrazit kombiniert. Ganz edel. Ganz edel. Also da passen meine schmutzigen Finger schon zweimal nicht bei. Ich habe gerade gesehen im Lichteinfall, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann. Ich mache mal so ein bisschen hin und her. Also diese Riffelung des Griffes ist praktisch identisch auf dem Clip weitergeführt und also ich behaupte mal, man könnte da sogar eine Schnur drüber spannen, das ist fast 1:1 geht das weiter, also das ist schon brachial. Dann hier diese Ausfräsungen, das sind ja alles so Elemente, die wirklich die ganze Sache ein bisschen schmackhafter und noch feiner machen. Ich halte mal eben kurz gegen das Licht. Nee. Also, ihr seht hier auch hier diese Spaltenmaße. Man sieht zwar praktisch wie so eine Naht, das Langläufen, wo die aneinander kommen, aber das ist wirklich so dicht und so sauber gearbeitet, dass kein Licht und nichts durchschimmert. Ne, genau von der anderen Seite gerne mal.
ging es noch so ein bisschen langsam hin und her. Also das ist schon fein. Also wie gesagt, das hier mit einem Nagelhau, also hat man keine Chance, irgendwas zu packen. Ne? Man müsste es noch nicht mal zwingend größer machen. Schau ich mir diese Linienführung an hier. Also das ist ganz sauber abgeschlossen hier. Wie ein Kinderpuppo, weich, abgerundet. Nice, würden manche von uns sagen. Nice oder sweet. Ja, ich wollte das jetzt nicht explizit nochmal austesten und probieren, um euch da nicht wieder mit dem gleichen zu langweilen. Ich finde auch eigentlich, dass das jetzt nicht so ein Ding ist, was man in der Küche nutzt, obwohl es mit Sicherheit aufgrund der Klingenform ein wunderbarer Schneidteufel, um ein weiteres Wort so zum Kreis zu nehmen, ist. Ich finde es einfach, es ist ein perfekter Gentleman-Fohler mit einem wahnsinns Klingenlauf. Wieder einmal eine Bombenverarbeitung. Ja. Also, das ist ja so was, was auch viele von uns total begeistert. Da sind beide Seiten. Ja. Beide Seiten der Klingen clean. Da ist Nickese. Da gibt es keine Typenbezeichnung, da gibt es kein Firmenlogo, da gibt es keine Stahlangabe. Da ist nichts drauf. Nix. Ja, das Ding hier einfach mal so als, ja, wie gesagt, genau so in Schwarz, als Black Beauty, nur ohne den Pin. Dafür hier oben so einen schönen, feinen Nagelhau. Hier ist das nämlich, also hier oben, ist das zur Kante hin, geht da so ein bisschen, als wenn das nach oben ein bisschen verdünnt würde, hätte man das praktisch gerade gelassen und dann da einfach den Nagelhau reingesetzt. Das wäre es. Dann könnte man nämlich hier genau da, wo es abgerundet ist, packen, aufmachen, fertig. Ja, Henk, vielen, vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Ich muss sagen, das hier hat mich noch mehr begeistert als das 620F mit Green. Titan, Griff, Schalen, aber hier, das ist es, ne? Das wäre es, das ist es. Wenn wir in Deutschland nicht dieses dämische Waffengesetz haben, wäre das nächste Wii, was ich mir kaufen würde, definitiv. Aber wir haben es leider. Und in der heutigen Zeit werden die Kontrollen immer weniger spaßig. Ja, Henk, vielleicht sagst du den Jungs mal. Lasst das weg, macht hier irgendwie einen Nagelhau rein, schmeißt es in Deutschland auf den Markt. Ich glaube, das wird laufen. In diesem Sinne, wir schließen das Messer, wir schließen diesen Bericht. Malet gut. Tschüss.